trainieren. Haben wir jetzt einen Großteil aller Jobs freigeschaltet. Und jetzt müssen wir uns ein wenig in den verschiedenen spezialisieren. Vielleicht ist das so wie früher. Wie auf Final Fantasy 10, wenn man die Bomben 10-3 Mal angreift und sie noch nicht kaputt sind, dann explodieren sie oder irgendwie sowas. Gut, was haben wir dann hier? Okay. Okay, das ist jetzt schon ziemlich interessant. Was zur Hölle sind das für Dinger? Was? Ernsthaft? Die sind ja armselig. Und 2 AP-Punkte für die. Ernsthaft. Berserker trainieren. Wie verrückt. Magie Power 2. Nee, das lass mal sein. Boah, geht das überhaupt? Berserker? Nee, ich glaube, Hammer kann man leider nicht so benutzen. Okay. Hier haben wir uns ja schon. Skull Eater. Schaut mir stark. Lieber mal Magie benutzen. Okay, die Gegner hier sind. Wow, 5 AP-Punkte. Ziemlich verwirrend. Okay, das war verwirrend. Aber jetzt können wir hier. Oh meine Güte. Das ist ein richtiger Irrgarten hier. Noch wieder kein Schatz. Oh Mann. Ernsthaft, aber du bist so viel Erfahrung wert. Oh, aber fünf. Oh, das heißt. Was? Oh, diese Axt, Schmerz. Eine Dyko-fette Ogre-Axt auf dem Kopf. Ah. Ist ja auch ein Knopf drin. Also bis jetzt mag ich die Stelle hier. Verbessert auch. Zugelernt. Gut, Mystic Knight, ne? Dann Monk Knight, Game Master, also nochmal Mystic Knight. Mystic Knight plus Terrain. Gut. Die Gegner hier sind aber leider etwas einfach, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass hier etwas das kann doch nur ein Witz sein. Summoner Black Mage sollte 3 erreicht haben, gut, gehen wir zu 2. Noch nicht.
Manchmal gar mindestens eins. Das müsste eigentlich der Fall sein. Ja, sowieso. Okay, gehen wir jetzt. Ich glaube, der Vorteil von der Glocke ist, dass die auch Enden rein, ne? Backrow, ja, und das andere nicht, ne? Richtig. Oh. Ja, einfach so. Gut. Was haben wir hier? Ich nehme einfach mal an, da oben geht's. Schatztruhe. Oh, eine Donner. Ein Peitschen? Bam! Gut. Hier bekommt man nicht wirklich viel Erfahrung, aber auf jeden Fall viel Ability Points, habe ich mal das Gefühl. Und das hier beschleunigen wir einfach mal, weil ganz im Ernst. Diese Gegner hier sind so pillevolle. Wow! Wow! Okay, der Leichenfresser hat's doch etwas in sich. Richtig. Monk. Level 4 bringen. Double Grip hat keinen Sinn beim Monk. Mantra ist eine sehr tolle Fähigkeit, auf jeden Fall. Gut, was ist denn hier in der Kiste? Schurike. Immer gut bei Bossfights, wenn wir zufälligerweise Ninja dabei haben. Kick ist sehr praktisch bei dir, nehme ich an. Und wie? Bam, alle tot. Gut. Ja, im Zelt. Okay, Monk hier zu haben ist sowas von praktisch. Beschleunigt die Kämpfe sehr. Das ist schlecht. Gut, dass er weggelaufen ist. Weil die Schmerzen so richtig. Kick. Zack. Wie stark? Ah, ne, das. Überraschen wir uns nochmal. Level mal 2, 31. 31! Nicht so stark wie. Stärker als. Oh, krass. Monk macht mit seinen Fäusten mehr Schaden als. Mein Berserker mit. Guardian. Was hat Nina da gelernt? Pitfalls. Spot Trap Holes. Ah. Gut. Feier oder was? Feier oder was?
Oh ja. Hintere Reihe, gut. Naja, und Galuf. Ja, Berserker sowieso. Oder was für eine Stufe hat er nochmal mit dem Monk? Berserker! Und was? Ich hab nicht gekickt? Auch gut. Ah, komm, wir beschleunigen das. Ah, das war. Ernsthaft, das war ein Counter. Das war alles? Oder nicht? Wirklich? Hier sonst nix? Was? Oh Mann, kann ja nicht sein. Dass das hier so viel Zeit beansprucht. Hatte ich nie gedacht. Was haben wir jetzt hier alles bekommen überhaupt? Habe ich überhaupt die eine Kiste da links? Das ist doch nur ein Scherz. Ganz im Ernst. Schau dir das an. Heilige Scheiße. Ja, aber wisst ihr, was wir da machen? Wir wechseln zum Dieb. Die Barriere. Und dann schaue ich nochmal schnell nach. Okay. Was die Schatztruhe da echt wieder. Ah, egal. Ich bin hier weg. Die sind mir viel zu viel abgeschwächt. Und die eine Schatztruhe da echt wieder. Nein! Was zur Hölle? Warum ist der plötzlich so stark? Egal. Also irgendwie ist die eine Truhe hier ja wieder voll. Was soll's denn ist? Ganz im Ernst, diese Nut-Eater sind ein Witz und die anderen sind viel zu stark. Schaut euch das nur an. Warum? Muss man den mit Magie treffen oder was? Ich verstehe das echt nicht. Vorsichtshalber. Weg, 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 weg. Warum sind die plötzlich so stark? Das, weil wir alle Truhen leer geräumt haben? Da können wir uns hochhalten. Hallo? Danke. Also diese Schädelfresser sind doch schon etwas abartig. So richtig kleine Kamikaze-Bomber. Okay, die stellen wir einfach. Wow. Den Dolch kann man parieren?
Ah ja, Skandian, genau. Ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass das eine gute Waffe ist zum Parieren. Bei Final Fantasy 3 war das auf jeden Fall ein Schwert, das ich immer ganz gerne auf meinem Ritter hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Egal, schnell hier raus und dann reicht das für heute. Aber sowas von. Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell zurück ins Dorf. Ja. Schaut euch die Segner hier an. Sowas von easy. Berserker wird noch etwas dauern. Aber ich will unbedingt das nächste Upgrade vom Berserker. Nehme an, ich bin ein Berserker so unsehe. Der wird nicht viele Levels haben, oder? Was will er noch lernen außer Berserker? Das nächste, was er noch, glaube ich, lernen könnte, wäre halt, extra tragen? Stimmt, also extra tragen in jeder Form halt. So wie, ja, ich nehme an, es wird so sein. Egal. Also dann Leute, ciao, ciao, bis nächstes Mal, euer Griffleon. Ciao, ciao.